Hallo zusammen. Heute beginnen wir mit 3D-Druck. Und zwar sagen wir vom Anfang bis zum ersten Modell zeige ich das euch heute. Und hierzu vielleicht mal so als kleiner Status. Ich selber bin auch neu in dem Geschäft. Ich habe es mal zeigen lassen. Ich möchte aber was in 3D drucken und erzähle in den nächsten paar Videos, wie es mir dabei ergeht, wie einfach es ist oder wie schwer. Ich habe mir dazu Zusatzinfos geholt und ihr werdet dann eigentlich auf die gleichen Probleme kommen. Ich habe mir aber doch ein bisschen eingearbeitet. Also, zunächst mal, ich brauche so ein kleines Teil und eine kleine Trommel, auf die ich Kabel aufziehen will. Und wenn man 3D-Druck hat, da muss man sich zuerst mal fragen, was sind eigentlich 3D-Drucker? So im normalen Bereich, im Home-Bereich, kostet sie, sagen wir mal, wenn man einen kleinen Drucker nimmt, kann man um 400 Euro plus minus 100 kriegt man schon einen guten Drucker. Und da gibt es zwei Verfahren. Das eine Verfahren ist dieses FDM, heißt es. Da wird quasi, oder irgendwas, immer wo F drauf steht, F ist für Filament, da wird mit einer kleinen, da wird ein kleiner Kunststoff genommen, so ein Kunststoffkabel. Da ist ein Druckkopf dran, ein heißer Druckelement vorne. Und der druckt immer so Kunststoff hier mit auf. Also kennt ihr doch vielleicht, dass man Kunststoff, wenn man es warm macht, wird es ja, modifiziert sich das. Und das ist einfach mit einem 3D, quasi mit so einem Käfig drinne, wo ein Arm immer wieder irgendwo hinfährt und setzt einen Punkt, 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 nur dass es als Drucker dann geht. Mit einem Druckkopf heißt FD irgendwas, FDM, Filament. Filament ist dieses kleine Kunststoff-Dings. Ihr kennt es auch von der Heißklebepistole. Ist wie eine Heißklebepistole, nur dass es über einen Druckkopf läuft. Dazu habe ich den Brusa mir mal angeschaut gehabt. Das ist das, was man so üblicherweise kaufen kann in dem Dings. Da gibt es Ultimaker, ist natürlich gleich das richtige Modell. Da ist man bei 1000 Euro. Beim Brusa dürft man hier, da ist man hier beim, das gibt es als Mini-Version, 300 Euro. Das ist aber immer so ein bisschen instabil. Und dann Standard-Brusa ist 770 Euro. Also so in dem Dreh rum liegt man. Hier ist immer die Frage, dass man, wie günstig, wenn man relativ günstig ist, muss man am Anfang ziemlich viele Sachen einstellen. Gerade diese Platte unten, wo das raufkommt, muss man justieren. Dann dieses Filament, was da reinkommt, da muss man immer Parameter einstellen. Ja, wie warm wirst du und wie heiß muss ich das machen? Wie lange soll es dann drauf sein? Je teurer das ist, desto mehr kann man schon sagen, das ist mein Filament, Filament 1, 2, 3 mit der Nummer. Und da sind dann die Parameter schon vorgegeben. Dann haben wir ein zweites Verfahren. Und zwar habe ich mich für das entschieden. Beim 3D-Druck. Bei den Filamente ist ja die Eigenschaft so, wenn ihr euch das mal so anguckt, weiß nicht, ob man sieht, dieses Filament, das ist relativ rau. Ja? Also der macht da so Punkte drauf. Mal gucken, ob man das kann man nicht, leider nicht zoomen. Das sind so kleine Rillen mit drauf. Diese Rillen, diese Rillen, der setzt immer so Punkte und diese Punkte, die werden dort abgesetzt und dann entsteht manchmal an den Kanten, dort wo Rundungen sind, immer so kleines Muster. Bei dem Filament ist so, das wird ja warm gemacht und das hat die Eigenschaft, dass das Standard-Filament relativ temperaturinstabil ist. Das heißt, wenn es warm wird, dann verändert sich, dann wird es weich, ein bisschen gnädig. Das heißt, bei 60, 70 Grad oder wenn du irgendwas heiß machst oder so, dann wird es schon ein bisschen schwammig. Wenn man hier mit dem irgendwas, mit was Bearbeitung drüber geht, zum Beispiel mit einer kleinen Schleiferle, dann wird es gleich so schmierig. Ja. Also dieses Schmierige, was entsteht. Da gibt es ein höheres teures Filament, was bis 200 Grad geht. Da wird dann aber, da braucht man spezielle Drucker, weil der Drucker wird das so teuer. Alternativ dazu gibt es ein anderes Verfahren, das nicht auf diesem Filament läuft, sondern das ist hier von der Photon S haben wir hier. Der Photon S. Der Photon S ist so ein Slice, sein SLA-Verfahren oder SL-Verfahren,
Das heißt, dort, den habe ich hier auch gekauft. Der war da innerhalb von einer Woche. Dieses Slicer-Verfahren, oder Slicer, sag ich mal Slicer, da ist so ein kleines Bit drin hier unten. Und da wird innen drin in diesem Bit, da wird quasi Kunstharz eingefüllt, flüssig. Und dann wird das an der Position quasi heiß gemacht und dann bindet es dort gleich ab. Und dann wird die Figur da rausgezogen. Also man hat hier so ein Dings drin und das wird rausgezogen. Und dieses Resin heißt es. Das Resin ist, das geht bis relativ hohe Temperaturen und ist ein bisschen glatter. Also es wird nachher glatter sein, das Ding. Allerdings ist das aus einem Flüssigbad und der Flüssigbad ist natürlich immer wieder mit ein bisschen mit Gerüche, mit Ausdunstungen hat es zu tun. Und da hängt nachher die Flüssigkeit ein bisschen dran, deswegen braucht man dazu auch gleich einen Washer. Die zwei Sachen haben mich jetzt 500 Euro irgendwas gekostet. Und jetzt zeige ich euch, jetzt beginnen wir nachher mit dem Auspacken und anschließend geht es darum, man muss ja so ein Modell erstmal erstellen, also braucht man eine Software, die quasi das Modell erstellt, das zeigen wir nachher. Und dann muss man ja dem Drucker sagen, druck du das, ja, das nennt sich dann, braucht man so ein Slicer-Ding, also man muss ihm dann immer sagen, wie viel Scheibe soll der machen, ob das jetzt ein Bad ist oder in dem Dings, man muss ihm immer eine Software gebe, die da sagt, jetzt wenn du das 3D-Modell hast, so kannst du das immer so deine Punkte setzen und dann solche Freiraumelemente, die da quasi in der Luft hängen, die können dann, wie die dann übernommen werden, weil der kann ja nicht in die Luft drucken, ja, dann fällt das ja alles runter.